Schwerelos, und da müssen wir einfach gerade klären, das hat nichts mit Fitness zu tun. Also schwerelos ist auch nichts, was mit Gewicht etwas zu tun hat, sondern das ist auch gewichtlos. Also jeder kann sein Gewicht mitnehmen, aber dann schwebt er. Das ist wunderbar eigentlich, wenn man denkt, oder? Wenn immer ein bisschen höher schweben,
irgendwann nicht mehr wissen, was unten und oben ist und hinten und vorn und wir haben das erlebt. Also nicht wirklich, aber fast oder einmal einen. Es gibt Menschen, die träumen sich so weit fort, dass es so schwebt, dass sie fast nicht mehr zurückfindet. Und dann müssen sie wieder landen, dann mache ich so Zeug da. Wenn ihr schon glaubt, ich habe Beat Hebeisen ein bisschen begleiten und erleben in der Planung von diesem Abend unter dem Motto Schwerelos. Und ich meine, ehrlich gesagt, es war manchmal belastend. Auf jeden Fall ist er vor allem schuld, dass es diesen Abend gibt und dass wir probieren, euch heute ein bisschen zum Schweben zu bringen. Und wo ist er eigentlich? Was wäre, wenn sich die Welt würde verändern? Was wäre, wenn alles schwerelos würde? Was wäre, wenn ich all das könnte machen? Was ich immer schon habe vor. Informationen nicht schneller durch das Weltall transportieren als mit Lichtgeschwindigkeit. Das ist die ultimative physikalische Grenze. Wenn wir jetzt merken, dass da auf der anderen Seite von der Milchstraße irgendjemand ist, sagen wir mit einem Abstand von 60'000 Lichtjahren, und wir würden denen mit Lichtgeschwindigkeit ein Foto von uns schicken, dann dauert das 60'000 Jahre, bis das Foto bei denen ankommt. Und noch einmal 60'000 Jahre, bis die uns ein Foto von ihnen wieder zurückschicken. Also 120'000 Jahre, bis wir von denen eine Antwort haben und wissen, wie die aussehen. Bis dann ist unsere Atmosphäre wegen dem Treibhauseffekt schon längstens verdampft und die Erde vermutlich fest in den Händen von hitzeresistenten Bakterien. Und weil es dann auf der Erde niemand mehr gibt, der den Außerirdischen zurückschreiben könnte, haben die auf der anderen Seite von der Milchstraße das Gefühl, wir seien dumme Siechen. Dabei hätten wir gerne einmal mit einem von denen einen Kaffee getrunken. Wenn wir wissen wollen, wie es auf der anderen Seite der Milchstraße aussieht, dann müssten wir dort anreisen. Diese Reise dauert definitiv länger als 60'000 Jahre. Wir müssten gigantische Generationen Raumschiff bauen, die uns quer durch das Weltall transportieren. Und wir müssten die Erde endgültig verlassen.
Und am ersten Gang der Wohnung
dem goldigen Berg. Ja, ich liebe den Schnaps und den Wein.
Kind schon Physik, hä? Musst du dir so muss es sein, das ist eben hochbegabt. Oh, okay, genau.
Applaus. Ja, auch wenn er jetzt ja so ein bisschen wie erzwungen erschienen ist, löst er doch das aus, dass es einem so ein bisschen so ein bisschen Höhe macht. Gerade Rücken. Ja, was ich auch wollte sagen, schwere Los hat nichts mit Gewicht zu tun. Auch nicht mit Fitness und Schwerelos, das ist Schwerelos, ist mit Gewicht fliegen. Oder? Das Schweben, da gibt es keine Sonne und keine Oberkleidung, denn das ist eben Schwerelos. Das ist schwierig zu definieren. Es gibt auch wie keine Masseinheit, oder? Für Schwerelos ist etwas anderes. Na, was ich auch wollte sagen, ich bin Pio. Ich bin neben Göbel gehockt. Göbel war ein Wald, sich. Hat dort schon viel geschnürt. Später viel am Stammtisch. So ein Flachlandphilosoph. Weil er so viel geredet hat, ist er, glaube ich, Nationalrat geworden. Auf jeden Fall, was ich erzählen wollte, ist, in der Bio hatte es auf dem Feschersims eine runde Glasvase. Und drin hatte es ein bisschen Bachwasser. Und ja, das ist der Grundkurs für Schwerelos. Wir suchen im Fall Leute für morgen. Wir müssen jeden Abend einen runtergehen. Jedenfalls hat es die Vase auf dem Feistersims und ein bisschen Bachwasser drin und Würmli und der Ätherlehrer, die hat die oben zugeschweißt. Jetzt war das eine Welt für sich quasi, oder? Dann haben die Würmli aber nicht überlebt, weil sie haben so zu viel Ozon verwischt oder Treibhausgas. Auf jeden Fall war die Welt schon alles braun gewesen, aber ein Jahr darauf sind wieder grüne Pflanzen gekommen. Und dann hat der Lehrer gesagt, jetzt definieren wir schwerelos, Gumpi mal auf. Das haben wir gemacht. Dann hat er gesagt, in dem Moment, wo er vom Ugang ins Abengehen kommt, sind wir im Moment schwerelos. Er hat das nicht begriffen, er hat gesagt, ich beweise es euch, und dann hat er die Glaskugel genommen. Und hat sie aufgerührt. Und wir haben auch denen gesehen, wenn sie schwerelos ist, aber die Glaskugel, die hat den Gödel und mich so beschäftigt, den noch mehr als ich. Auf jeden Fall hat er irgendeins in den Beiz gesagt, weisst, die Kugel geht mir nicht zum Grind aus. Wahrscheinlich sehen wir auch so eine Kugel. Wahrscheinlich sind wir einfach Comedy-Abteilung vom Universum. Weißt, wir sind gar nicht so wichtig. Uns gehen sie kaufen am Kiosk. Und wir merken das nicht wegen der Zeit, aber wenn sie uns nicht wollen, dann kommen wir in Güssel. Aber im Moment sind wir noch genug lustig, darum schaltet sie im Universum, wenn sie ein bisschen Stress haben, auf den Sender und schauen auch ein bisschen Sender Erde, oder? Die verrecken das fast, die fallen fast ab den Stuhl vor die Igeln. Und die sehen, was wir da unten so treiben. Das ist doch unglaublich. Das hat mich total beeindruckt, von dem Schwerelos die Tee zu kommen. Ich habe dann nicht lange nachstudiert und habe einen schwerelosen Moment gesucht. Und im Meer habe ich es dann mal erlebt. Also beim Schwimmen merkst du nicht, da kämpfst du gegen unten, oder? Aber wenn du fast am Versaufen bist, so halb unten, dann bist du im Moment schwerelos. Ja, mich hat jemand gerettet. Von dort an bin ich nur noch am Ufer gehockt und habe Wellen gezählt. Dann wirst du auch schwerelos. Ja? Nach einer halben Stunde das Rauschen. Und zählst jeden. Das ist jeder eine Grüezi. Es ist jede anders.
Jede für sich. Eine kommt bis zu den Füßen und nimmt ihn zurück, die nächste mit, die gerne auch so weit tun hätte. Wieder eine bis zu den Füßen. Ein ewiges Kommen und Gehen. Wie der Welt ihren Schnauf. Aber das ist auch ein Moment da. Man kann in einer klaren Sommernacht verrückeln und Sterne zählen. Oder vor dem Einschlafen, Schöfli. Und dann etwas Schönes träumen. Was braucht es um einen schönen Traum? Schöne Bilder. Und am liebsten schöne Musik. Und fliehe, oh Domina!
Im ganzen Weltall etwa 100 Milliarden Galaxien. Also 100 Milliarden Galaxien mit jeweils 100 Milliarden Sternen. Also 100 Milliarden mal 100 Milliarden, das gibt. Sagen Sie, 10 Trilliarden Sterne, das ist unvorstellbar. Ein Eis mit 22 Null. Jetzt weiss man ja, dass die Sterne und Galaxien immer weiter auseinanderfliegen. Das heisst, das Universum expandiert. Das bedeutet, gestern war es noch ein bisschen kleiner als heute. Und vorgestern noch ein bisschen kleiner. Und vorgestern ist es gleich. Auf jeden Fall, wenn man jetzt zurückrechnet, dann kommt man darauf, dass das Universum früher einmal auf einem munzig kleinen Punkt zusammengepresst war. So hat das Ganze angefangen. Und zwar mit dem Urknall. Gut, geknallt hat es eigentlich nichts dann. Sagt dem halt einfach so. Aber wissen Sie jetzt, wie lange das her ist? 13,8 Milliarden Jahre. Und Sie schätzen, dass wenn das Weltall seit 13,8 Milliarden Jahren mit Lichtgeschwindigkeit wächst, dann ist es nicht nur 27,6 Milliarden Lichtjahre im Durchmesser, sondern es muss mit zusätzlicher Expansion 93 Milliarden Lichtjahre brechen. Ich weiß nicht, wie es reingeht. Bei mir wird es bei solchen Zahlen ziemlich schnell trimmelig. Und darum brauchen wir jetzt für das nächste Lied jemanden, der mit Schwindel überhaupt gar kein Problem hat. Danke. Musik. Susan, Musik. Danke
I've seen a sunset that would make you cry. Colors of the rainbow reaching across the sky. The moon in all its faces, the love amazes me. Don't you ever doubt this love of mine? You're the only one for me. You give me hope, you give me reason, you give me something to believe in. Forever faithfully, your love amazes me. Got down on my knees out in the pouring rain. But only you can save me. Your love amazes me. Don't you ever doubt this love of mine? You're the only one for me. Yeah.
sasso a valle. Sul greto del fiume. Guardare sempre avanti e inventarmi il mio cammino.
sich die Welt es wäre, wenn er schwerelos würde. Es wäre, wenn ich all das würde machen. Jetzt Leben lang ist der Vortrauen. Wollt nicht mehr länger drauf warten. Sein Traum zum Leben erwacht. Wollt fliegen. Voll Vertrauen in die Nacht. Voll Vertrauen in die Nacht. Ich bin nicht schwer.
letzten Wochen mich so auf eine herzlichste Art begleitet hat. So viel auch müssen, hat mich wieder hochgeführt. Ganz einfach, oder? Ja. Also wenn man so etwas schauen kann, nehmen wir schon ein bisschen eine Ecke ab. Wenn man hier mitspielt, haben wir sowieso eine Ecke ab, aber wenn sich einer das ausdenkt, total eine Ecke ab. Und darum haben wir alle runde Gründer. Also eigentlich der, der schuld ist an allem, dass wir hier eine schöne Zeit haben, ist der Beat Hebeiser und er ist der Vordenker und Vorträumer und die schöner für dich.